Kanal. Ich habe heute eine massive Beauty Haul für euch. Und zwar habe ich bei Primark, Body Shop, Beauty Bay und BH Cosmetics und nur ganz, ganz wenige Teile bei DM eingekauft. Ich muss das jetzt alles zusammenlegen. Es ist wieder sehr, sehr viel geworden. Es sind einfach so viele Sachen rausgekommen, die ich mir einfach schon unnormal lange gewünscht habe. Und ich auch extrem gewartet habe. Ich habe auch geile Sales praktisch erwischt, wo ich euch super, super gerne einfach Info drüber geben möchte, was ihr praktisch gerade super günstig kaufen könnt und vor allen Dingen wo. Und wenn ihr praktisch euer The Thumbnail gesehen habt, dann werdet ihr sehen, dass es enorm viel ist. Und ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß. Grab a snack, holt euch ein paar Chips und eine Flasche Cola, denn ihr werdet das jetzt gebrauchen. Das erste Accessoire, was ich euch zeigen möchte, ist diese tolle Bowling Bag. Und zwar, die sieht sowas von teuer aus, aber die ist tatsächlich von Six. Das ist praktisch diese, ich sag mal so, diese Accessoire-Marke, die ihr finden könnt. Ich war im Milaneo drin, das ist das Einkaufszentrum hier in Stuttgart. Und diese Bag ist mega cool verarbeitet. Also, die ist richtig toll. Die ist aber natürlich nicht Leder, weil Leder, da bin ich ja nicht so der große Fan von. Und auf jeden Fall hat die gekostet statt 30 Euro 15 Euro. Die möchte ich euch auf jeden Fall mal ganz kurz gezeigt haben. Ich war auch schon ganz, ganz lange nicht mehr in The Body Shop. Und bei The Body Shop habe ich jetzt eine E-Mail bekommen, dass es da praktisch einen sehr, sehr coolen Sale gibt. Und ups, und ich habe da tatsächlich einige Items gekauft, die praktisch aus dem Sortiment rausgehen. Ich komme mal ganz nah ran. Und zwar, für alle Pfleger da draußen oder Menschen, die sehr, sehr beanspruchte Finger haben, ist das ein super Set. Das Set hat gekostet, ich glaube, 14 Euro oder 11 Euro. Das ist die Handfreie. Und zwar die Handfreie ist eines der geilsten Reihen für eure Hände. Also ich habe die Handcreme unnormal gerne und allein die Handcreme kostete schon 14 Euro normal. Hier habt ihr praktisch aber die Moisturizing Butter, Body Butter und ein Lippenpflegestift noch bekommen. Und das ganze Set hat 14 Euro gekostet. Das war super günstig. Die Filialleiterin von Milaneo, das ist eine ganz, ganz tolle Freundin von mir, total die Süße, haben uns auch ewig unterhalten, hat mir das Set empfohlen, weil ich kann ja eigentlich immer 100% vertrauen, dass sie mir immer aktuell das sagt, was es gibt. Auf jeden Fall ist das praktisch so eine, ich sage euch mal, For Hard Working Hand Protectors. Das ist praktisch wirklich eine Bodyreihe, praktisch vom Body Shop. Body Shop ist ja vegan teilweise und cruelty free. Also alles, was ihr dort findet, ist praktisch alles total natürlich gemacht. Es gibt natürlich Produkte, die sind sehr, sehr stark riechen, aber das ist wunderschön geworden. Also das ist so ein richtig tolles Geschenkpackage, eine sehr, sehr hochwertige Dose. Und ihr habt praktisch 14 Euro normalerweise nur für die Handcreme bezahlt. Leute, ich gebe gerne 14 Euro für die Handcreme aus, weil ich halt sehr, sehr viel Handcreme benötige, weil ich einfach in meiner Arbeit sehr viel mit Alkohol zu tun habe, durch Desinfizieren. Und dann habe ich nochmal das Rose Set mitgenommen. Und zwar ist es auch eine Handcreme, aber mit praktisch Nageltools drin. Das war total günstig, Leute. Das hat 8 Euro gekostet. Diese Sets sind 50% reduziert. Das heißt, es kostet locker um die 16, 17, 18 Euro. Und ich habe es für lächerliche 8 Euro bekommen. Normalerweise zahlt ihr allein für die Handcreme 14 Euro. Dann habt ihr praktisch noch so eine Feile, einen Knipser und so ein 4-Phasen-Buffer. Das könnt ihr immer gebrauchen und ich habe es deswegen mitgenommen. Und ich muss euch sagen, ich habe jetzt für das 11 Euro und für das 8 Euro bezahlt. Das sind ganz tolle Geschenke. Schaut gerne mal bei The Body Shop vorbei. Ich denke, ihr werdet auf jeden Fall sehr, sehr gern fündig werden, weil die Sachen sind mega, mega geil von der Qualität. Und neben den tollen Proben, die ich immer bekomme, ich komme gleich, habe ich zwei Düfte mitgenommen. Ich liebe die Düfte. Ich weiß nicht, wo die jetzt schon wieder rumfahren bei mir. Auf jeden Fall da oben auf meinem Schränkchen habe ich 4 Düfte davon. Ich habe fast jeden davon, außer diese ganz stark süßen riechenden. Und zwar habe ich einmal den Italian Fig, oder wie der heißt? Genau, Italian Fig, das ist praktisch ein Eau de Toilette. Das riecht so geil, Leute, das gefällt mir total. Das riecht sehr frisch nach, ich kann es gar nicht beschreiben, total geil irgendwie, sehr frisch nach Minze irgendwie. Und dieser Duft, der ist auch ganz toll, Polynesian Island Tiare. Also total geiler Duft. Also die waren reduziert, Leute, von haltet euch fest, von 42 Euro auf 12 Euro. Und ich habe die Düfte beide schon aufgebraucht. Also ich habe jetzt schon die zweite Runde und das ist ein Backup praktisch von mir.
Und ich habe dann wie immer, also ich kriege immer ganz arg viele so Duftproben und sowas. Das finde ich auch immer mega nett. Also ihr kriegt da wirklich einen Haufen Duftpröbchen. Also ich habe hier einmal den Coconut Body Butter, die Mango Body Butter, die Tea, so eine Green Tea Lotion. Das ist die Mango Body Butter und die Coconut Body Butter nochmal. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich beim Primark gekauft habe, denn da gab es auch extrem viel im Sale. Wie ihr schon merkt, wird das ein sehr Sale-lastiger. Also zum Beispiel meine komplette BH Cosmetics Bestellung ist teilweise 30% reduziert gewesen. Ich hatte diesen Monat schon 2 Bestellungen. Das Video verlinke ich euch hier oben in der Box. Aber ich habe jetzt nochmal nachbestellt, weil jetzt nochmal 30% waren. Und ich habe noch Sachen für die Giveaways bestellt, für die Tausender Abonnenten praktisch. Und ich zeige euch mal, was ich beim Primark gekauft habe. Und zwar, beim Primark gab es diese Blumenohrdinger. Und die waren sowas von günstig. Die haben jetzt gekostet statt 5 Euro 1 Euro. Und das finde ich ja echt richtig geil. Dann habe ich mir noch mitgenommen diese Gummis da, die habe ich ja immer wieder. Ich benutze die unnormal gerne für die Haare, weil irgendwie die halten bei mir auch sehr gut. Dann habe ich nochmal so einen Glitzern Haarreifring mitgenommen. Dann habe ich mir nochmal, ich glaube für 1 Euro, schaut mal, so pastellfarbige Gummis da mitgenommen. Die halten bei mir immer ganz super. Ich habe, wie gesagt, mit diesen sogenannten Invisibobbles mit meinen Haaren überhaupt keine Probleme, weil ihr müsst halt doch ein bisschen darauf achten, dass die Haare nicht zu arg reingeknüttelt sind, weil das ist sonst überhaupt nichts. Und dann habe ich noch... und dann gab es da ganz arg günstig für 50 Cent statt 2 Euro so Brillenaufbewahrungsdinger. Und zwar, ich habe halt ganz arg viele Sonnenbrillen gekauft, weil ich ja jetzt Kontaktlinsen trage. Und auf jeden Fall habe ich mir jetzt mal 6 Stück von denen mitgenommen. Das ist einfach so ein ganz leichtes Plastik, wo ihr praktisch geschützt eure Sonnenbrillen reinmachen könnt. Also echt nichts Spektakuläres. Aber ich fand das ganz cool für 50 Cent. Wer kann dann schon Nein sagen? Und dann habe ich nochmal so Invisibobble-Fälschungen mitgenommen. Und zwar sind es 6 Stück für 1 Euro. Also richtig geil. Und dann habe ich noch super schöne Lashes mitgenommen, Leute. Und schaut mal, das ist die Beauty and the Beast Collection. Und da Volumizing False Lash Adhesive Not Included, also da ist praktisch kein Kleber drin, könnt ihr sehen, wie super natürlich die aussehen. Das ist eine total schöne Verpackung. Schaut mal, ich habe die zweimal mitgenommen, die kosten 3 Euro. Ich habe ja jetzt auch keine False Lashes drauf. Also ich trage ja wirklich nicht häufig False Lashes, aber ich gehe ja jetzt am Ende Juli. Wir haben diesen Monat sehr viel vor. Ich werde einiges vorfilmen für euch. Auch die ganzen Sachen, die ich euch zeige, da wird es Tutorials geben. Ich werde die nächsten 2 Wochen echt, glaube ich, nichts anderes machen, wie Tutorials für euch drehen. Weil ich habe am 12. Juli eine Weisheitszahn-OP und zwar werden mir alle 4 Weisheitszähne gezogen. Und 2 Tage später hole ich meinen kleinen Krisch ab, das heißt unseren kleinen Maine Coon Kater. Da freue ich mich auch wahnsinnig drauf, aber bis dahin ist aber noch eine ganze Menge zu tun. Wir fahren Samstag komplett den ganzen Tag nur Auto, weil wir halt praktisch 6-7 Stunden hinfahren, den Kleinen einladen, mit der Züchterin frühstücken wollen, also beziehungsweise ist eine Freundin von mir. Und dann praktisch auch direkt wieder zurückfahren, weil mein Mann halt ja nicht frei dafür kriegen kann. Und deswegen werde ich euch dann für Freitag und für Sonntag bzw. Samstag, ich glaube, da kommen einige Videos jetzt, natürlich was vordrehen. Und was ich auch noch mitgenommen habe, Leute, wo ich nochmal ein kleines Shoutout machen möchte, kauft euch bitte diese PS Pro Duo Blending Brushes. Ich habe davon jetzt, ich glaube, mit denen beiden 10 Packungen gehabt. Ich habe gesagt, ich habe 10 von denen und 10 von denen. Leute, ich benutze die täglich. Also hier sind zum Beispiel 2 davon verschwunden. Der helle davon, den könnt ihr benutzen, um sehr, sehr scharfe und schwere Farben, wie zum Beispiel sehr dunkle und sehr colorful Looks, miteinander seamless zu verblenden. Also wenn ihr zum Beispiel einen Blau und einen Grün habt, dann könnt ihr mit dieser etwas gröberen Brush so lange drüber gehen, bis es wirklich einen absoluten Ombre-Look bekommt. Und diese eine Brush zum Verblenden, die ist sehr, sehr soft, super weich. Damit habe ich auch heute diesen Look gemacht. Das ist übrigens die... Welche Palette habe ich heute benutzt? Die, ich glaube,
Ah, das ist die Sulu-Palette. Genau, die Sulu-Palette habe ich benutzt. Ich musste gerade überlegen, weil ich hatte hier noch die Festival auf dem Tisch. Auf jeden Fall die Sulu-Palette benutzt von Juvia's Place und habe dann praktisch einfach nur die beiden mit diesem harten Pinsel aufgetragen und dann einfach immer weiter mit dem weißen drüber gegangen, bis wirklich das Gelb und das Orange praktisch fast verschwinden, aber irgendwo noch zu sehen sind. Die kosten 4 €, Leute. Ihr werdet nie wieder. Also ich habe zum Beispiel euch auch wunderschöne Lashes gezeigt. Ich zeige es euch nochmal. Und zwar sind es die 3D Femme Lashes. Ich hoffe, dass sie durch. Genau. Und das sind 3D-Wimpern, die ihr beim Primark gerade bekommt. Und ich habe jetzt schon in Stuttgart im Milaneo gesehen, dass die wieder aus dem Sortiment gegangen sind. Falls ihr noch eine Möglichkeit findet, die zu bekommen, dann holt sie euch. Sie sind einfach so, so schön. So, und jetzt kommen wir zum eigentlich größten Teil. Das ist die BH Cosmetics Bestellung dieses Mal. BH Cosmetics hat wirklich dauernd irgendwelche Sales. Ich bin mega dankbar, dass sie das so machen, weil ich einfach das Gefühl habe, dass also wirklich, ihr bekommt auch Sachen geschenkt und diesmal habe ich auch Sachen bestellt, weil ich halt was geschenkt bekommen hatte. Und zwar habe ich die Nude Rose Palette für euch mitgekriegt, weil ich habe jetzt einiges bestellt und die gab es umsonst und die werde ich aber an euch weitergeben. Und zwar ist das ein Bananapowder, ein Blush, zwei Kontourtöne, ein Highlighter und ein Blush-Set. Davon werde ich eine auf jeden Fall an euch weggeben, beziehungsweise alle beide. Eine Freundin von mir kriegt eine und eine kriegt dann praktisch einer von euch. Die werden in meine 1000 Abonnenten, die hoffentlich bald, bald voll sind. Ich bin schon so aufgeregt, Leute. Wird auf jeden Fall verlost an euch. Ich denke, dass die Verlosung auch nur über YouTube laufen wird, weil mir ist halt YouTube irgendwie sehr wichtig, aber das Instagram ist bei mir echt ein schwarzes. Also Instagram, seitdem es mit dieser Werbeverlinkung losgeht, muss ich sagen, ist das so ein Portal, was ich gerade nicht so toll finde, weil einfach ich finde, dass es super anstrengend geworden ist. Ich traue mich schon gar nicht, irgendwas zu posten oder so. Ich weiß nicht, ob man schreiben, Werbung durch Markenverlinkung, Werbung durch Markennennung, Werbung durch Eigenkauf, PR. Also das ist mir langsam alles zu doof, muss ich sagen. Und ich habe hier noch ein paar Sachen, die ich euch zeigen möchte. Und zwar, ich habe mir die Aurora Lights Palette etwa Anfang letzten Monats gekauft, ja. Diese sehr schöne Palette. Also ich habe wirklich mit dem Bake Eyeshadows, ich habe alle davon. Ich habe diese Solar Fair, ich habe die ganzen anderen auch. Ich arbeite so gerne damit. Die könnt ihr super nass machen und dann könnt ihr die wirklich auf euer Lid auftragen. Ich behalte jetzt übrigens die Öhrchen an. Und die sind wirklich wunderschön von der Pigmentierung her. Und irgendwie wollte ich die passenden Pinsel dazu. Die Pinsel haben, glaube ich, nur 15 € gekostet. Und können wir mal über das Packaging sprechen? Was bei diesen Marmorpinseln, glaube ich, ein ganz großer Fail ist, ist, dass es dazu leider keine Tasche gegeben hat. Dazu gibt es eine schöne Nylon-Tasche. Und da waren einige mega, mega interessante und tolle Pinsel drin. Also so ein toller Konturpinsel, ein Rougepinsel. Und hier haben sie so ein. Ich mochte auch die Farbe total. Ich hatte ja dieses Ashley Tisdale Sale, das ist aber ein anderes Grün. Und ich mag diese Pinsel sehr, sehr gerne. Ich lasse sie aber in der Packung, weil das in meine Pinsel-Backups geht. Bei BH Cosmetics, Leute, ihr müsst euch die Dimension mal vorstellen. Ihr denkt bestimmt, oh mein Gott, die kauft Pinsel wegen einem Pinsel. Das könnt ihr tatsächlich bei BH Cosmetics machen, weil bei Zoeva zum Beispiel zahlt ihr wirklich für einen Pinsel so viel wie für ein ganzes Set bei BH Cosmetics. Und das ist etwas, was ich sage, okay, warum dann nicht alle Pinsel? Weil ich suche mir dann wirklich die Pinsel raus, die mir mega gut gefallen, die ich wirklich sehr unique finde und tue diese dann in meinen Stack hier rein, weil ich habe hier wirklich so viele Pinsel, aber ich beschmutze nicht alle. Und viele zum Beispiel bekommen auch Freunde von mir. Wir teilen uns dann so. Also zum Beispiel eine Freundin von mir braucht zum Beispiel einen Gesichtspinsel, dann nimmt sie den Gesichtspinsel und so und ich benutze dann die ganzen die Augenpinsel sozusagen. Dann habe ich mir noch mal ein ganz neues Set der Crystal Quartz Pinsel gegönnt, sozusagen, weil ich letztes Mal etwas sauer war auf BH Cosmetics. Die haben mir nämlich das falsche Set geschickt. Okay, ich durfte es behalten, ja, aber das war trotzdem nicht das Set, was ich haben wollte. Und zwar wollte ich es tatsächlich wegen der Tasche. Ich finde die Tasche super schön. BH Cosmetics produziert ja in China, aber die Sachen sind trotzdem cruelty-free. Die werden halt dort produziert, weil es einfach sehr viel günstiger ist. Deswegen kriegen wir die Sachen auch so günstig. Und da waren einige Pinsel, Leute, die mir unnormal gefallen haben. Und zwar, ich zeige euch mal die Pinsel. Ich liebe die Augenpinsel von Denne. Und nicht jedes Set hat gute Augenpinsel, das ist echt so. Also hier sind die ganzen Augenpinsel. Der Konturpinsel, den wollte ich halt nochmal haben. Und zwar für Cream Contouring.
Dann praktisch habe ich hier noch so eine etwas flachere Brush, die ich dann genutzt habe für meine Bronzer. Und die ganzen Augenpinsel werden auch aussortiert. Die Gesichtspinsel sind meistens etwas viel. Deswegen bleiben sie jetzt erstmal da drin. Ich sortiere dann praktisch später mal aus, was ich von dem Pinsel definitiv brauchen kann. Nur es ist halt wirklich so, ich habe noch nie einen Sueva-Pinsel gekauft. Die Alida hat mir mal erzählt, sie hat sich einen Buffer gekauft. Der war allerdings recht schnell kaputt und das hat sie sehr, sehr aufgeregt. Dann habe ich mir zwei so schöne Paletten gekauft. Und zwar, ich stehe ja unnormal auf Highlighter und ich habe jetzt heute auch nicht wirklich was drauf. Und ich habe jetzt hier die Weekend Festival Palette. Ich schmeiße tatsächlich diese Höhlen immer weg, weil ich sonst so lange drauf brauche, um sie ranzukommen. Und ich habe nur gute Reviews davon gehört und ich bin einfach nie dran gekommen. Die Victoria Blush, die hat auch einen Kanal. Victoria Blush, geht mal vorbei, die macht auch super schöne Videos. Die hat mir das schon gezeigt und hat gesagt, Jenny, die musst du haben, die ist richtig geil. Sie hat sich gewundert, warum ich sie nicht schon habe. Aber das ist so eine schöne Palette, Leute. Ich werde sie nicht swatchen für euch, weil sie dann in ein extra Tutorial reinkommt. Super geiler Spiegel, auch sehr dickes Karton, also überhaupt nicht billig gemacht. Und ich zeige euch mal das auf dem Kopf. Also das ist geil, das ist geil, dieser ist Monster. Okay, den swatche ich jetzt doch. Oh, ich muss swatchen. Ich muss. Wow, Leute. Oh! Also Beard Cosmetics, muss ich sagen, hat eine übelste Qualität. Also BH Cosmetics zum Beispiel ist auch wirklich für euch da draußen, wenn ihr nicht so viel Geld habt oder nicht so viel Geld ausgeben wollt, kauft euch BH Cosmetics, also die Festival Palette. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr dazu ein Tutorial haben wollt, weil das mache ich sehr, sehr gerne für euch. Und jetzt habe ich den Swatch da hängen und jetzt bleibt er da, oder was? Ich hasse das, wenn ich irgendwo mein Zeug rumfahren habe und ich habe keine Tücher in meiner Nähe. Normal mache ich das immer hier direkt hin. Also die Palette hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die andere testen wir direkt in meinem Gesicht. Und zwar ist das eine nagelneue, die neueste Dual Light Highlighting Palette. Ich habe die Black Light und die andere Highlighting Palette, habe ich alle beide. Sehr, sehr geile Qualität. Also ich bin sehr, sehr begeistert davon. Irgendwie heute macht meine Kamera blöd. Fokussiert die nicht heute? Doch, jetzt. Und ich habe mir die Dual Lights Palette, die ist... Diese unteren Töne erinnerten mich sehr an die Fenty, Beauty Highlighter. Aber wenn ich halt hingucke, Leute, hallo. Also, die weiß ich aber safe, werde ich auf dem Auge tragen. Also, wie hart sind die denn? Seht ihr diese krass, ey, seht ihr das Pink? Das shiftet ins Grün. Also, ich weiß schon, dass ich obsessed sein werde. Ihr könnt ja wirklich schauen, also ich habe erst am Anfang gedacht, oh mein Gott, die ist mir viel zu hart, gell? Aber Leute, die ist wirklich unnormal geil. Also ich glaube, ich werde mal in diesen Double Trouble, Double Date, Double Warmy und die beiden habe ich euch jetzt geswatcht. Ich werde mal in diesen Ton hier reingehen. Das ist so ein Gold, bisschen pudrig. Hallo? Ja, BH Cosmetics hat's drauf, also. Hallo? Hallo? Leute, ich fühle mich gerade wie 1 Million Euro. Wow. Also, ich weiß halt, dass diese Palette nichts für jeden von euch ist, gell? Aber diese Töne könnt ihr auch auf dem Auge tragen, Leute. Das wird so schön aussehen. Ich glaube, ich werde auch ein bisschen die Paletten so zusammenlegen, dass ich praktisch euch genau zeigen kann, welche ich wo benutze. Hat auch wieder einen super schönen Spiegel dabei. Obsessed. Dann habe ich mir noch die BH Cosmetic Liquid Foundation mitgenommen, weil irgendwie haben alle in Amerika gesagt, boah, die ist voll gut und so. Und ich gucke ja voll gerne Raw Beauty Christie. Das ist so eine YouTuberin, die ich sowas so cool finde. Und das ist die BH, das ist die Farbe Light Olive, weil ich habe so einen olivwarmen gelben Unterton. Und ich hoffe, dass das zu sehen ist. Seht ihr das Packaging? Also das ist das Packaging. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das ist so ein richtig schönes Milchglas und total coole Foundation. Ich glaube auch von der Farbe, dass die ganz gut passen wird. Und da teste ich mich definitiv durch. Und was mich so excited gemacht hat, waren diese Eyelights. Die Eyelights sind praktisch solche Liquid Eyeshadows. Ich hatte die von ColourPop. Ich habe die jetzt nicht mehr so häufig benutzt. Ich habe auch welche von Catrice, die sehr, sehr gut sind. Da werden jetzt einige ausgelistet.
Kommen aber wohl zwei neue Farben dazu, die ich definitiv haben muss. Ist nämlich so ein geiles Rose Gold. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Liquid Eyeshadows. Muss aber sagen, dass ich das nicht zu flächig mache. Also wirklich nur auf der Cut Crease oder so oder im Inner Corner. Weil ich einfach finde, dass es trotzdem creasen wird. Also ich weiß, dass die creasen. Deswegen glaube ich nicht, dass da die Highlights von Beard... Oh. Also da denkt man immer, Jenny wird nicht, schockt sich nicht mehr beim neues Make-up, aber fail. Richtig fail von mir gerade. Also das wäre die einmal, die, also das ist einmal dieses Silber. Oh Leute, da steht kein Name drauf. Also das ist auf jeden Fall eines der Silber. Das Silber. Das Silber, das swatche ich euch mal hier. Also da ist so ein richtig großer Applikator. Ach du Scheiße. Krass. Und dann habe ich hier so ein Gold, Leute. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Gold, da ist aber noch was anderes drin. So ein Shift. Pink, grün oder so. Krasse Kacke, du. Oh, seht ihr das? Oh mein Gott. Das ist so ein Grün-Gold. Das ist, oh, das ist geil. Vor allen Dingen jetzt, wenn die Glow kommt. Ich habe so krasse Ideen. Aber irgendwie glaube ich, dass ich da echt aussehen werde. Ich werde auffallen. Und dann habe ich hier die, wow, das ist halt sowas, was ich sagen muss, das habe ich noch nie gesehen. Seht ihr dieses Rot? Das ist ein Rot mit einem goldenen Shift, Leute. Wenn ich euch sagen könnte, wie die heißt, haben die Namen da unten drunter, steht dazu irgendwas? Ah doch, das heißt, dass das Gold ist Fresh, das heißt BFF und das heißt Gal Pal. Und das ist ein geiles Türkis. Oh mein Gott. Ey Leute, ihr könnt gar nicht vorstellen, wie obsessed. Also, ich muss gerade sagen, wow. Ich habe jetzt wirklich für die Sachen, ich glaube, ich habe etwas über 100 Euro ausgegeben. Und habt ihr gesehen, wie viel ich bekommen habe, Leute? Können wir mal drüber sprechen, wie krank das aussieht? Also das sind die Swatches. Das ist hier, wie gesagt, dieses Gel Pearl ist geil. Und dieses Türkis, wie hieß das? Gnarly? Auf jeden Fall, das sind leider die Farben, die übrig sind. Ich werde mir die anderen beiden aber auch noch holen. Es gibt so ein Rot und noch ein Violett. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Für die kleinen Sparfüchse unter euch, beziehungsweise Sparfüchse ist natürlich, wer auf meinem Kanal abonniert ist, geht so eine Sache. Ich habe irgendwie die Anneigung, Leute zum Kaufen zu bewegen. Und Leute, ich war mit meinem Freund im DM und wir haben diese neuen Essence-Paletten gefunden. Und ich muss sagen, in jeder hat mir irgendwie voll viel gefallen. Deswegen habe ich es jetzt mal alle mit. Dazu wird es, ich denke mal, Freitag oder Samstag für euch eine Review geben. Also ich werde es sehr, sehr schnell hochladen diese Woche. Ich habe letzte Woche eine Auszeit gebraucht, weil ich nur nachtisch durchgearbeitet habe und leider nicht zum Film gekommen bin. Und dann hat unser WLAN mal wieder rumgesponnen, ja, keine Ahnung warum. Immer wieder kommt da so ein Ausfall-Ding-Zeichen. Und ich werde auf jeden Fall mal ganz kurz zeigen, was das sind. Das sind diese neuen To Glam, To Give and Eye and Face Paletten. Das ist einmal die Palette To Glam, To Give a Damn Eye and Face Palette. Das ist praktisch das. Leute, die sind so krass nachgemacht von diesen MAC-Paletten, die es immer in den Limiteds gibt, beziehungsweise jetzt im Standardsortiment. Echt krass. Also das finde ich, also das finde ich schon läppsch, gell, Essence. Also ich muss sagen, ich finde, sie hätten meinetwegen herzförmig oder so irgendwas machen können, aber so ganz clown ist halt auch läppsch, gell. Also auf jeden Fall hat ist einmal das Packaging, Leute, sehr hochwertig. Deswegen habe ich es auch überhaupt gekauft, weil ich muss euch echt sagen, mich mit irgendwas zu beeindrucken, ist sehr, sehr schwierig geworden. Also es muss schon der oberaffengeile Hammer kommen, dass ich sage, wow. Weil egal wie viel ich einkaufe oder so oder wie viel ihr jetzt denkt, dass ich einkaufe, vieles der Holz sind auch schon 3 Wochen alt, ja, die ich euch hochlade jetzt aktuell. Diese Farbe sieht sehr schön aus. Ich hoffe, die funktioniert. Und diese und diese hat mir auch sehr gefallen. Die Highlighter sind überall dieselben. Zumal ich den sehr, sehr hübsch finde. Also der wird auch gut rauskommen. Ich habe mit Essence Highlightern eigentlich sehr gute Erfahrungen. Was mich sehr freut, ist, dass die Pure Nude Highlighter wieder rauskommen. Und das wäre jetzt praktisch die eine. Dann habe ich hier noch die Born Awesome. Ich muss die jetzt immer seitlich aufschneiden.
damit ich praktisch rankomme, weil die sind sehr gut eingepackt. Ich finde das Packaging sehr fancy und sehr cool. Das ist so ein Corallatraum mit einem kleinen Spiegel, ein Corallatraum. Hier ist der Highlighter etwas dunkler. Da ist so ein schönes Orange. Das ist ein Rose Gold. Das ist auch eine sehr schöne Farbe. Und diese Farbe, sehr, 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 sehr schön. Dieses, was ihr hier seht, gell, das ist jetzt kein Plastik, das kein Karton oder so, sondern das ist richtig Plastik und es ist magnetisch. Also die fühlen sich wirklich toll an, also sehr hochqualitativ, was ich für Essence sehr gut finde. Die Paletten kosten aber auch allerdings, glaube ich, 6,99 das Stück. Ist jetzt auch nicht im Angebot, sag ich mal, und es ist jetzt nicht super günstig. Ich habe aber allerdings bei Rossmann die gekauft. Da konnte ich mit meinem 10% Gutschein natürlich etwas sparen. Und dann haben wir hier noch dieses Color Scheme. Da finde ich ja diese Farbe und dieses da ganz geil. Und das da bin ich auch mal gespannt. Also das ist jetzt so ein Silber. Ich habe die ganzen Hände voll. Und hofft, dass die auch auf dem Auge so performen, ja. Weil ich habe wirklich mit Essence, also das ist jetzt nicht so stark pigmentiert. Ich hoffe, dass die wirklich funktionieren. Ihr werdet auf jeden Fall einen Look von mir kreiert bekommen, wo ich alle mal irgendwie so mal reingetippt habe. Ich war mit der Qualität bis jetzt von Essence LEs eigentlich immer durchweggehend sehr zufrieden. Bei denen muss ich sagen, die sollen ja wohl ein Standardsortiment kommen. Also ihr braucht jetzt, glaube ich, nicht rennen. Weil die haben gesagt, die nehmen das ein Standardsortiment. Das habe ich bei Instagram gelesen. Bei jemanden und deswegen hat man so ein bisschen den Druck rausgenommen, die zu kaufen. Auf jeden Fall hier bin ich sehr gespannt und ich hoffe, er funktioniert. Nicht schlecht. Also das sind praktisch die, sind, glaube ich, Töne, die ihr unnormal mit dem Pinsel ansprühen müsst. Aber Leute, bei 6,99 wollen wir nicht meckern. Und jetzt kommt der absolute Highlight für mich. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr das versteht, meine Obsession. Ich finde das einfach so, so schön. Jetzt zum Sommer kommen so viele Releases raus, wo ich praktisch eigentlich... also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich früher sehr viel mehr eingekauft habe. Sehr viel mehr. Dadurch, dass aber jetzt gerade die ganzen neuen, ich sag mal, Brands launchen und zum Beispiel auch Jeffree Star und so, da kann ich leider echt nicht stillhalten und ich werde euch jetzt zeigen, was ich bei Beauty Bay gekauft habe. So eben tatsächlich jetzt, also gedreht habe ich dieses Video gestern und lade es euch heute schon hoch, meine Lieben. Ich schneide es jetzt in der Nachtschicht und dann kriegt ihr es. Habe ich 5 Items gekauft. Sie waren nicht billig, aber ich habe mir das tatsächlich gegönnt, weil ich einfach der Meinung bin, wenn jemand 21 Nächte im Monat arbeitet, einen Nebenjob noch hat und 120% arbeitet, dass ich das verdammt nochmal verdient habe, mir Paletten zu kaufen. Und ich habe die Jeffree Star Sommerkollektion und zwar die Thirsty Palette gekauft. Ich war so, so glücklich. Ihr könnt das wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen, wie ich mich fühle, wenn ich praktisch so eine Palette in der Hand habe. Ich liebe es einfach, Make-up auszutesten und ich möchte auch einfach, dass andere das auch so verstehen und ich möchte einfach, dass die Leute sich damit wohlfühlen, ja. Einfach verdammt nochmal 50 Euro auszugeben. Es macht einfach so Spaß. Die Thirsty Palette ist unnormal. Also ich habe eine sehr, sehr coole Freundin, mit der schreibe ich über Instagram und sie hat unfassbare Looks. Schaut mal gerne bei ihr vorbei, die Isabea Beauty. Ich verlinke ihren Instagram-Account unten und beziehungsweise schreibe ich euch das hier hin. Und wie geil ist diese Palette, Leute? Unglaublich. Ich finde sie wunderschön. Und jetzt, die matten Formulierungen haben sich nicht verändert, nur die Farbgebung ist einfach geil. So ein geiles Korall. Und ihr könnt wirklich auch ganz normale Neutral-Töne schminken, aber jetzt kommt's. Er hat neue Glitzerformulierungen, die anders gepresst sind. Jeffree Star. Thank you. Leute, diese Lidschatten... Oh, jetzt kommt es gar nicht von meinem Finger runter. Nee, das kommt jetzt nicht von meinem Finger runter, weil ich das MAC Fix Plus in matt auf dem Augen habe. Das geht nicht. Auf jeden Fall. So krass pigmentierte, wunderschöne Lidschatten habe ich nur von Jeffree Star gesehen. Ich habe die Blood Sugar Palette, die ist jetzt auch wieder im Restock. Ich hoffe, wenn ihr Lust drauf habt, dass ihr mal vorbeiguckt bei Beauty Bay, weil... Diese Palette, die hat also wie gesagt diese mittlere Reihe, das sind praktisch alles so Lid-Topper, die ihr praktisch mit so, kriegt einen riesen Spiegel dazu
Und auf jeden Fall, dieses Color Scheme ist sowas von meins. Das schreit nach mir. Und dann habe ich mir was gekauft, wo ich ganz, ganz lange überlegt hatte, ob ich das unbedingt brauche. Und zwar, ich liebe eigentlich Manny MUA. Also Manny MUA, Laura Lee und Jeffree Star waren ja früher mal so ein Trio. Die haben jetzt auch mittlerweile gar nichts miteinander zu tun. Ich denke, dass es auch viel damit zu tun hat, dass jeder sein eigenes geschäftliches Ding auch macht. Ja, Manny hatte ja sogar letztes Jahr eine Kollaboration mit Jeffree. Aber er hat seine eigene Line rausgebracht. Und zwar Luna Beauty. Luna Beauty, diese Palette... ich hätte nie gedacht, dass die so schwer ist. Und ich kann jetzt halt nur in Comparison sagen, wie ich jetzt halt... Also, die Thirsty Palette ist sehr schön. Da seht ihr ja auch diese kleinen Tropfen drauf. Und die Qualität stimmt einfach. Und es sind auch keine geklebten Spiegel, sondern es sind wirklich Spiegel, die eingefasst sind. Also, es ist wirklich schon also die 50 Euro wert. Aber diese Palette hat mich, ich sag mal, nur 47 Euro gekostet. Leute, als ich die in der Hand hatte, die ist sowas von schwer. Die Verpackung, glaube ich, werde ich auch behalten, weil ich die einfach sowas von schön finde. Also, beziehungsweise, schaut mal, richtig geiles Rose Gold. Und Leute, können wir mal über das Packaging sprechen? Also, das Teil wiegt eine Tonne. Also, ich habe nie über... Also, erstens mal, das ist ein Manny MUS. Das ist ein Mann, der sich schminkt. Und der... Oh, die Palette. Leute, die Palette. Die Palette. Die Palette ist riesig. Also, was ja auch cool ist, der hat eine Brush drin, was ich auch irgendwie voll cool finde. Ich benutze ja nicht immer diese Brushes, aber irgendwie, wenn sie jetzt schon kommt, why not? Die werde ich definitiv benutzen. Aber Leute, ihr habt die Hälfte der Palette komplett normal. Und die andere Hälfte sind halt unnormal. Ich bin gespannt, wie die sich swatchen lassen, weil das sind alles... Wow. Ich habe jetzt ein Tutorial mir heute Morgen anguckt von Michael Finch. Der hat damit ein Tutorial gemacht. Leute, ich komme nicht drüber hinweg, wie schwer die Palette ist. Was ich halt geil finde. Ich finde halt immer, ich unterstütze absolut, wenn Influencer, egal wie viel Kohle sie damit verdienen, ja, Eier haben, Make-up zu produzieren. Weil ich glaube, es gibt in dieser Welt nichts Schlechteres oder etwas Schwierigeres, wie momentan Lidschattenpaletten zu kreieren, weil einfach so viele Leute Lidschatten und Parfüms und was der Teufel rausbringen oder Kleidung oder so, dass ich denke, dass es sehr, sehr schwierig ist, outstanding da zu sein. Und ich muss sagen, diese Packung ist einfach goals. Also diese wunderschöne Zusammenfassung. Und ich habe jetzt hier auch zwei Shimmer Shades. Wow. Wow. Wow, Schuck. Und ich glaube, dass gerade ich, wenn ich zum Beispiel so ein... Es ist halt auch irgendwie eine geile Idee, wirklich eine Palette zu kreieren, wo ihr praktisch eigentlich so auf die Reise mitnehmen könnt. Die ist auch sehr, sehr schwer. Dadurch ist sie auch sehr, sehr fest und stabil, dass ihr halt eine Palette kreiert, wo ihr praktisch die Neutrals drin habt, praktisch die für die normalen Looks. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber die normalen Looks. Und dann auch zum Beispiel zu sagen... Hey, ich habe Bock auf ein Kajal in einem Blau oder in einem Rot oder in einem Pink. Ich finde das einfach eine geile, geile Idee. So well done, Manny. Also richtig, richtig geil. Aber wenn ich die jetzt vergleiche, die Thirsty Palette kostet halt ein paar Euro mehr, gell? Ich persönlich würde vom Packaging diese definitiv preferen, weil ich die einfach viel, viel schöner finde. Aber die Thirsty Palette, ich habe halt, ich zeige euch die mal, die Blood Sugar Palette. Da habe ich auch eine extra Review drüber gemacht, da zeige ich euch auch oben in dem i. Und zwar, die kam damals in so einem Koffer und die hat damals nur ein paar Euro mehr gekostet. Ich muss sagen, ich hätte mir sowas viel mehr gewünscht, dass es wieder so ein ganz tolles, interessantes Packaging ist. Das ist diesmal nicht passiert. Ich bin trotzdem nicht enttäuscht. Also es ist trotzdem eine wunderschöne Palette. Ich habe auch irre, irre schöne Looks schon darüber gesehen. Und deswegen... mussten diese beiden safe mit. Bei Jeffree Star geht die Jenny niemals ohne Liquid Lipstick aus dem Haus. Und zwar habe ich mich für diese drei Farben entschieden. Nichts für den Alltag, eigentlich schon. Dann habe ich hier einmal die Farbe Coral Fixation. Es gab da auch bei Beautylish so ein ganzes Bundle. Da waren aber so viele Farben dabei. So ein Schimmer und so ein Kack, das trage ich alles nicht. Deswegen, hirnvoll wie ich bin und einkaufe,
habe ich mich für die Farbe entschieden, die ich tatsächlich auch tragen würde. Und ich stehe ja gerade so auf Orange. Und Jeffrey hat jetzt einfach in der Formulierung, die ich liebe, schätze und verehre, hat er einfach rausgebracht und sagt, es ist Coral Fixation. Es ist ein geiles, richtig kräftiges Korall, also richtig mega. Dann habe ich hier die Farbe Yummy. Und zwar Yummy ist eine Farbe, das ist orange. Ich hoffe, dass ihr es sehen könnt, mit so Glitzerpartikeln. Und er hat bei dem Tutorial praktisch über seine Lippen gerubbelt. Und so kamen diese Glitzerpartikel auch raus. Und einfach, die fühlt sich auch nicht sandig an. Ich glaube, ihr könnt es aber sehen. Also das ist nicht ein total matter Ton, aber ich finde auch diesen Ton schön. Das ist einfach so ein schönes Terrakotta. Das ist einfach richtig, richtig geil. Und ich habe auch die letzte Kollektion, die Summer Chrome Collection, habe ich ja komplett gekauft. Da gab es, glaube ich, nur Lippenstifte, Lip Scrubs. Die Lip Scrubs mache ich selber, also dafür gebe ich jetzt nicht Geld aus. Und welche Farbe mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist die Sherry Wet. Das ist so ein, ich weiß nicht, ich sag immer, wie Calabasas dunkle Schwester. Also das ist praktisch Calabasas. Nee, warte, das ist nicht Calabasas. Ah, Calabasas ist hier. Das ist Calabasas und das ist die koralle Schwester von ihm. Und das war Flamboyant übrigens gerade, die Farbe war jetzt nicht das, was ich gesucht habe. Und das ist dieses absolut dunkle, sehr blaustichige Pink. Ich liebe, also ich habe jetzt, ich glaube 20 Lippenstifte von Jeffree Star. Die kosten natürlich auch alle ihre 17 Euro. Ich habe auch viele davon über Beauty Bay gekauft, da könnt ihr über 30%. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr solche Paletten auch 30% reduziert bekommen. Diese Thirsty Palette ist relativ schnell ausverkauft gewesen, hatte ich gedacht. Aber es ist immer noch im Stock. Also wenn ihr die haben wollt, könnt ihr die auf jeden Fall noch bestellen. Und Luna Beauty kam jetzt erst vor einer Woche und ich habe es halt direkt am ersten Tag gekauft, nachdem ich 100 Mal mit der Isabel drüber gesprochen habe. Und ich hoffe, wie gesagt, dass euch solche Hauls einfach genauso viel Spaß machen wie mir. Ich nehme euch immer auf meine Beauty-Reise mit. Ich habe einen Beauty-Room, der absolut mein Paradies ist. Und diese Alltage machen mir absolut viel Farbe in mein Leben, indem ich einfach unnormal gerne Make-up. Ich bin jetzt mittlerweile so eine Testerin geworden. Ich teste sehr viel, beurteile für mich auch, sind die Formulierungen auch so gut, wie ich das gehofft habe. Und ich muss sagen, wenn ich solche Paletten sehe, und ich habe jetzt auch, wie gesagt, jetzt außer jetzt praktisch das Beauty Bay, war alles auch sehr viel eine Sale-Empfehlungen, ja. Also, wie gesagt, Body Shop, Primark, die haben ja laufend Sales, nur Body Shop gerade total extrem. Und ich hoffe, dieses Tutorial und praktisch dieses, nicht Tutorial, sondern dieses Haul-Video hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich denke, dass ich erstmal fertig bin. Ich bin fix und alle Leute, ich bin fertig. Ich habe noch eine Bestellung bei Revolution Beauty, die ist allerdings unterwegs. Da wollte ich euch gesondert mal was zeigen. Ich habe da so ein paar Glitzerbomben gekauft. Da gibt es so Glitzer jetzt und ich teste mal ganz gern aus. Ich habe auch meine geliebte Stick Foundation, die ich heute auch übrigens trage. Ich liebe diese Stick Foundations von Make-up Revolution. Die ist nämlich nicht so ganz trocken. Und ich habe tatsächlich nicht mehr viel da. Das ist jetzt mein zweiter Stick, der schon leer ist. Ihr macht zack, 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 blendet es aus und ich habe dann praktisch in einer dunkleren Farbe noch einen Konturton. Da mache ich zack, zack, zack und fertig. Da habe ich jetzt ewig noch drin. Also das ist natürlich Konturton, ist natürlich nicht so oft schnell aufgebraucht. Und wie gesagt, bleibt einfach dran, gebt diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, weil ich einfach denke, dass ich es verdient habe, wenn ich mich hier eine Stunde hinsetze und für euch Sachen auspacke. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video am Freitag wieder, meine Lieben. Gehabt euch wohl und ich gehe auf jeden Fall morgen zur Post für die Gewinner, beziehungsweise die Gewinnerin, die mir geschrieben hat. Und Alida kriegt noch etwas und ich muss noch ein bisschen was versenden. Und ich würde sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, meine Lieben. Scrollt nochmal zurück, dass falls ihr etwas wissen möchtet. Ich hoffe, dass ich soweit euch aufschreiben kann, was ich gekauft habe, beziehungsweise ich schreibe euch einfach die Seiten auf, dann könnt ihr selbst drin stöbern, weil bei BH Cosmetics macht das überhaupt keinen Sinn, euch reinzuschreiben oder den Link zu verlinken, denn oft sind die Sachen nicht mehr im Stock oder die Preise haben sich wieder verändert, deswegen versteht es, ich werde einfach die BH Cosmetics Seite unten verlinken.
Bei Beauty Bay ist es leider genau dasselbe. Da ist jetzt mal ein Sale, mal nicht. Da kann ich euch leider auch nicht viel zu sagen. Aber gebt euch aber auch mal die Freizeit, dass ihr einfach ein bisschen rumstöbert oder so. Ich würde mich sehr freuen darüber. Abonniert mich auch sehr, sehr gerne bei Instagram. Da freue ich mich auch immer sehr drüber. Und zwar unter Jenny What Else YouTube schreibe ich hierher. Und wir sehen uns auf jeden Fall mal im nächsten Video wieder.